Ja, es kribbelt schon sehr, sehr lange, muss ich sagen. Aber dadurch, dass wir jetzt auch wirklich hier vor Ort sind, ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ja, heute startet die EM, heute ist das Eröffnungsspiel. Das wird ein ausverkauftes Stadion sein, was einfach für einen Frauenfußball riesig ist. Und auch, dass unsere beiden ersten Spiele auch schon ausverkauft sind, ist einfach was sehr, sehr Schönes und was, glaube ich, auch die Entwicklung im Frauenfußball nochmal widerspiegelt. Und das lässt so ein Fußballerherz schon höher schlagen. Das geht auch morgen dann mit dem Abschlusstraining im Stadion schon los, weil man einfach dann, glaube ich, nochmal ein anderes Gefühl hat, wenn man dann den Rasen unter den Füßen hat, auf dem man dann auch das erste EM-Spiel spielt. Und deswegen einfach pure Vorfreude. Ich glaube, wir haben einfach eine sehr, sehr gute Energie momentan im Team und wir freuen uns einfach alle auf dieses Spiel und können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Ich glaube, das Wichtigste, und da schließe ich mich bei Julian, ist, dass wir überzeugt sind von unserer eigenen Qualität und das sind wir auf jeden Fall. Wir wissen, dass wir mit der Mannschaft auch alles holen können und wollen. Und ich mag die Underdog-Mentalität. Also ich lebe das auch in Frankfurt gerne. Insofern glaube ich, können wir auch darin aufblühen und unser Bestes geben wir sowieso immer. Ich weiß noch gar nicht richtig, was mich da alles erwartet und die ganzen Eindrücke, aber es ist einfach ein sehr schönes Gefühl, bei sowas Großem dabei sein zu dürfen. Und ich glaube, wir freuen uns einfach auf die Kulissen und die Atmosphäre, die wir erleben dürfen und die Spiele. Und es ist auch schön, dass es jetzt in Anführungsstrichen endlich wieder richtig um was geht. Und darauf freue ich mich einfach.